Ich habe aber davor extra nicht geschaut, wo jetzt was ist, weil ich will einfach fahren, wie es mir passt. Und hier gibt es auch nur ein Ausrufezeichen. Oh, nee, ein Renault-Händler. Oh, ist das schön. Oh Gott. Ah, oh, ein Polizist. Ah, oh, und hier ist 50. Haha. Nee, nee, du drückst mir heute keine Strafe rein. Ein Renault-Händler, sehr geil. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir sind in der dritten Folge und haben unseren zweiten Auftrag in der letzten Folge abgeliefert. Wir machen direkt einen neuen. Und jetzt sind wir gerade in Volvo gefahren. Jetzt könnten wir natürlich wieder einen Scania hier fahren. Wo sind wir hingefahren? Wir sind nach Hamburg gefahren und da könnten wir natürlich gucken, ob es da was gibt. Und da gibt es auch wieder was mit einem MAN zum Beispiel nach Osnabrück. Ja, auch eine schöne Strecke. Wir haben hier auch wieder einen Scania nach Hannover. Ist aber wieder ein Scania. Ist natürlich wieder schön. Hier hätten wir einen DAF zum Beispiel für eine 195 Kilometer Strecke. Das wäre natürlich auch schön. Und mit 530 PS, Doppelachse, Joghurt, 17 Tonnen, 3000 Euro. Wir werden erstmal ein bisschen kleinere jetzt Aufträge machen, die wir auch in einer Folge schaffen. Und den schaffen wir, ich würde sagen, den nehmen wir von Hamburg aus. Ich probiere immer aus der Stadt, in die wir gerade hingefahren sind, auch direkt den nächsten Auftrag zu nehmen. Aber der sieht auch schon nicht schlecht aus, der DAF, ne? Also ich bin DAF in dem Game nicht oft gefahren. Ja, hier ist jetzt nochmal so eine kleine Matratze zum Pennen. Ne? So, nicht schlecht. So, da hinten haben wir nochmal ein Fragezeichen. Sieht nach einer Arbeitsagentur aus. LKW-Händler sind ja meistens immer so eine Kombination. Unsere Ladung ist auch wieder so ein Transinet-Standard auf Flieger. Ja gut, würde ich sagen, fahren wir. Gefällt mir so, diese Holzarmatur und so. Wahrscheinlich kein echtes Holz oder so, aber... naja, gucken wir mal, ne? Geht aber, der geht schon. Oh, da ist sogar noch ein LKW-Händler, den nehmen wir auch mit. Da haben wir zwei Fragezeichen. Ja, Hauptsache ich Vorfahrt und so. Wie wäre es mal ein bisschen Rücksicht nehmen hier. Na gut, habe ich aber auch ganz kurz selber nicht aufgepasst. Aber gut. So, hier ist eine Werkstatt, alles klar. Und da hinten fahren wir jetzt einmal den Bogen rum. Eins davon wird ja der LKW-Händler sein. Und dann haben wir hoffentlich schon mal wieder eine Marke mehr. Das hier ist die Agentur. Alles klar. Da ist der Händler da hinten. Und es ist rot. Gar kein Problem. So. Drehen wir uns ein bisschen hin. Da sehen wir es auch schon wieder. Ja, da haben wir schon mal ein paar Arbeitsagenturen freigeschaltet. Wenn wir uns dann unseren ersten Fahrer einstellen, haben wir dann hoffentlich auch schon mal ein bisschen mehr Auswahl als nur ein oder zwei Leute. Dass wir uns da direkt den schönsten und besten rauspicken können. Mal den vierten. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner. So. Heil mit dem Gang und Gas. Oh, da muss ich aber nochmal auf den Sound gucken. Der ist schon relativ laut von dem Truck. Da muss ich mal gucken, ob das mit der Mikrofonlautstärke hier hinkommt. Und wir haben einen Iveco-Händler. Damit haben wir schon mal die dritte Firma. Das ist gut. Sehr gut. Also Iveco baut jetzt nicht so geile Trucks, glaube ich. Zumindest kann man sie nicht so krass aufmotzen, wie zum Beispiel jetzt Scania oder Volvo oder so. Ich glaube, Volvo hat den stärksten Motor sogar. Ah, Scania finde ich sieht irgendwie einfach geiler aus irgendwie, ne? Aber es ist immer Geschmackssache. Aber ich finde Scania, bin ich schon Fan von. Wir haben auch wieder Post bekommen. Kann die Bank sein, die uns sagt, dass wir jetzt 400.000 benutzen können als Kredit. Das ist jetzt nicht so geil, was du da machst. Jetzt fahr mal bitte vorbei. Ich muss hier nämlich rüber. Genau. Dass die jetzt erst fahren, ey. Da
Hat auch diesen Spiegel, ne? Die haben alle diesen Spiegel da, dass man sieht, was vor ihm ist. Ist auch schön. Ja, du bist ja super. Ich wette, das Spiel gibt mir jetzt eine Strafe, ne? Eigentlich dürfte ich ja hier gar nicht rüber jetzt, ne? Ja, ich dürfte hier nicht rüber und dementsprechend... wobei... Ja, ich sehe nichts. Ja, die Ampel ist rot. War klar. Mein Gott, die stellen sich dahin, ey. Was für VfL. Ja, aber das Problem ist, wenn meine Schnauze schon drüber steht, aber der Truck steht noch dahinter, zum Teil, dann kriege ich trotzdem die Strafe, dass ich rüber gefahren bin und das brauche ich jetzt gerade eigentlich nicht. So, jetzt mache ich das aber auch so, weil ich kann eh nirgendwo hin. Wobei, kommt keiner. Bisschen schneller hier und dann passt das. Wir müssen auf jeden Fall mit einem niedrigeren Gang betreiben. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu leise. Oder der Truck ist zu laut. Tigger, der verbraucht über 100 Liter auf 100 Kilometer. Hoho. Oh, perfekt, Ampel. Oh, perfekt. 70, easy. Jetzt wollen wir eh wieder runterbremsen hier. Ja. Na dann. Wir können die Zeit sogar mal nutzen, um in die E-Mail zu schauen. Okay. Sie sind an einer beruflichen Veränderung interessiert. Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Wir bieten überzeugende Frachtraten von bis zu 5.800 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Beladestation in Berlin. NBFC Berlin. Ja, das können wir leider noch nicht machen. Wir haben keine eigene Zugmaschine zur Verfügung. Und am Anfang des Spiels will ich, dass es auch erstmal so bleibt. Denn wir wollen ein paar verschiedene Trucks jetzt erstmal ausprobieren, auch um vielleicht noch umstimmen zu lassen. Gibt es vielleicht was Besseres noch als ein Scania und so? Ich meine, kann ja auch sein. Ich meine, das Interieur von dem hier gefällt mir zum Beispiel auch wieder sehr gut. Das muss man doch einfach mal sagen, ne? So, ab auf die Autobahn. Bisschen Gummi geben hier. So, 50, aber die Kurve sieht mir nicht so wirklich geheuer aus. Da muss man ein bisschen einlenken. Wobei ein bisschen Speed wäre natürlich schon nicht schlecht. So, jetzt voll drauf. Ach du Kacke. Das ist sehr laut. Das sollten wir dann vielleicht doch schon mal ein bisschen leiser machen. Aber leise, die Hintergrund, also die Musik im Hintergrund, denke ich, ist ein ganz nettes Ding. Ja, wir fahren Richtung Stettin. Ja, aber immer noch in Deutschland natürlich. Boah, rechte Spur, bisschen chillen. Ach, so hört man gar nicht. So ist eigentlich am angenehmsten Lautstärke technisch. Wir können auch die Sicht ein paar Mal zeigen. Ist auch keine schlechte Idee. Transinet. Und so werden die Kilometerchen hier Stück für Stück runtergerattert. Man kann sich ja auch später noch eigene Auflieger kaufen. Damit würde ich auch gerne noch ein bisschen zumindest warten, dass wir hier nochmal ein paar verschiedene Trailer transportiert haben. Denn wenn man seinen eigenen Trailer gekauft hat, dann kann man den zwar auch modifizieren und so. Das sieht dann auch genauso gut aus wie beim LKW und so. Aber ein Problem daran ist halt, dass der Trailer dann halt immer gleich aussieht. Du fährst halt immer mit demselben Trailer, der sieht halt immer gleich aus. Ist jetzt im Prinzip nicht wirklich schlimm, weil wir fahren eh meistens so. Und bis auf das bisschen, was man da im Spiegel sieht, ist es jetzt eigentlich auch nicht wirklich ein großer Unterschied und so. Aber egal. Schön, dass er immer so über 30 Liter auf 100 Kilometer verbraucht und der Tank einfach trotzdem noch 1200 Kilometer hält. Was für ein Genie.
bisschen auf Achse hier. Freunde, ein bisschen zurücklehnen. Holt euch Popcorn oder was. Das ist einfach toll. So, ein bisschen raus. Mein Gott. Rostock. Auf geht's. Oh, Deutschland immer mit seinen Doppelausfahrten, ne? So, kommen wir hier so rum. Ah, müssen wir schon ein bisschen rumlenken mit dem Lenkrad, aber... Gut. Da kommt keiner. Und wie sieht's hier aus? Sieht's auch gut aus. Nur werden meine Ohren noch ein bisschen umgebracht. Das ist schon echt laut. So ist das schön. Also da muss ich die Lautstärke noch mal ein bisschen reduzieren von dem Game. Dann müsste es aber eigentlich passen. Oh, schon sind noch 100 Kilometer auf der Uhr. Siehst du, 10 Minuten sind um, 100 Kilometer, Hälfte ist auch schon wieder geschafft. Diese Auftragslänge wäre eigentlich so perfekt für so eine Folge. Man kann einen schönen Auftrag machen, aber natürlich wollen wir später auch mehr Geld verdienen. Und mit solchen Aufträgen wird man schlichtweg kein Geld auf Dauer verdienen. Ich meine, schaut euch an, wir haben 6.000 Euro. Wir müssen mindestens diese 120.000 Euro da verdienen für unseren eigenen Truck. Plus ja nochmal ungefähr 100.000 pro neuem LKW nochmal oben drauf. Und das ist natürlich eine ganze Stange Geld. Und mit 6.000 Euro pro Auftrag, was wir ja nicht mal kriegen. Ja. Ja, okay. Mach das sehr gerne. Da spiele ich aber nicht mit. Ich lasse mich jetzt hier nicht schön aus meiner Dings bringen. Aus meinem Schwung. Das ist auch gefährlich. Das darf man auch eigentlich gar nicht machen. Du kannst doch nicht einfach auf einer Autobahn kannst du doch nicht stehen bleiben, um jemanden dran zu lassen. Ich meine, klar sollte man den... Man soll ja den Leuten Vorrang geben, die da reinkommen, aber dann sollen die da aber auch nicht stehen bleiben. Wenn die da stehen bleiben, ist es deren Problem. Die müssen eigentlich mit Vollgas da reinfahren und dann müssen die, die auf der Autobahn sind, müssen den dann reinlassen. So, dass man mal so ein bisschen bremst zur Not oder so. Das ist okay. Aber du kannst nicht auf der Autobahn stehen bleiben, wenn da jemand mit 150 ankommt. Was in Deutschland durchaus mal passiert, dann ist das, also dann kann das ganz schnell tödlich werden. Das ging gar nicht. Da fange ich sicherlich nicht an und fange dann noch an, mit einem tonnenschweren Truck darunter zu bremsen. Auf der Autobahn wahrscheinlich. Da weiche ich lieber nach links aus, solange es noch geht. Da war ja auch schon wieder einer im Nacken. Naja. Ist eh nur ein Spiel, die KI hier, die ist eh nicht wirklich vergleichbar mit dem echten und so. Deswegen, ist das ein reiner Aufreger für das Spiel. In echt würde sowas, denke ich mal, eher weniger passieren. Also, egal. Ist alles eh nur, das interessiert keinen. Wir fahren jetzt weiter nach Rostock. Und da müssen wir jetzt auch gleich raus. Rostock West, 500 Meter. Jawohl, da sind wir richtig. Sehr richtig. Gold richtig. So, jetzt haben wir einen Scania gefahren, wir sind einen Volvo gefahren und einen DAF sind wir auch gefahren. Bleiben noch ein paar Firmen übrig. So, 60, naja dann, 56 wird passen. Ui, Moment. Die Kurve ist ein bisschen steiler. Erlaubt. Dann gib ihm. So, wieder auf 80, da ist ein Fragezeichen, direkt schon am Anfang. Dann höchstwahrscheinlich auch wieder so eine Arbeitsagentur, die gibt es leider genauso häufig wie LKW-Händler, glaube ich.
Und dann gibt es natürlich auch Städte, die haben nur Arbeitsagenturen. Das ist natürlich nicht so geil. Ich habe aber davor extra nicht geschaut, wo jetzt was ist, weil ich will einfach fahren, wie es mir passt. Und hier gibt es auch nur ein Ausrufezeichen. Oh, nee, ein Renault-Händler. Oh, ist das schön. Oh Gott. Ah, oh, ein Polizist. Ah, oh, und hier ist 50. Haha. Nee, nee, du drückst mir heute keine Strafe rein. Ein Renault-Händler, sehr geil. Da ist ja, glaube ich, mit dem Update 1.40 ist da ja ein neuer Renault-Truck dazugekommen. Den würde ich mir wirklich gerne mal anschauen. Sehr schön, bin ich zufrieden. Ein Renault-Truck. Das war auch tatsächlich der einzige Händler, den ich in meinem Test-Account, den ich vor ein paar Wochen angefangen habe, den ich noch nicht hatte, weil ich einfach nicht wusste, wo ein Renault-Händler ist. Und jetzt habe ich einen gefunden. Schön auf Zufall. In Rostock ist ein Renault-Händler. Ah, da ist auch noch eine Verengung hier, ist auch schön. Okay, wir liegen ja noch sehr gut in der Zeit. Das ist ja auch schon wieder das Ziel. Ja, wenn man seinen eigenen Truck hat und dann seine eigene Firma leitet, ist es nochmal ein bisschen komplizierter mit allem. Ne? Man ist halt in seinem eigenen Truck so ein bisschen gefangen. Man muss sich um den kümmern, muss ihn warten. Man will ihn natürlich dann auch irgendwie ein bisschen aufrüsten und so. So, bisschen schnell, aber egal, passt. So, hier gibt es nur 40, warum auch immer. Na gut, okay, das, ja, sieht jetzt auch nicht allzu schwierig aus, denke ich mal. Ist schaffbar, ne? So, gehen wir mal so hin. Der hat auch 3 Rückwärtsgänge, hat der. Nee, 4 Rückwärtsgänge. 4 Rückwärtsgänge. Also ich glaube 3 km/h reichen auch fürs Rückwärts einparken, muss man sagen. Dementsprechend. Ist die Heckachse von dem Ding gelenkt? Sieht ja fast so aus. Ist ja schön. Ah, wird so noch was? Bisschen schief, naja. Na gut, alles klar. Kriegen wir aber auch trotzdem hin hier. Ist ja nichts, was hier nicht. So, jetzt nicht ganz gerade. Jetzt passt es doch. Und rückwärts rein und dann haben wir das doch hier. Das ist doch hier eine solide Einparkung. Gibt uns doch mal Bonuspunkte für Level. Zack, bitte sehr. Und natürlich wieder ausgezeichnet. Ist ein neuer Level up? Nicht ganz. Schade. Okay. Na gut. Immer noch Level 1. Speichern wir mal. Was auch immer das Bild da soll. Eine E-Mail. Da haben wir noch nichts verfügbar. Wahrscheinlich haben wir noch nicht genug. Eigentlich genug Profit pro Tag, um das zu schaffen. Aktuell jetzt sogar schon. Also. Aber ich würde mal ganz kurz gerne mal gucken. Ich würde ja wahnsinnig gerne mal den Renault-Händler mir kurz anschauen, noch die Folge, ne? Der eh gerade in der Stadt. So, das ist natürlich dieser scheiß Renault. Der hat 380 PS immerhin. Das ist ja auch schon mal in Ordnung. Also die Trucks sind alle solide. Ich wollte mir gerne den neuen anschauen. Und der hier ist, glaube ich, einer der neuen. Ja, der sieht relativ neu aus. 380 PS auch, 1000 Liter. Ist auch nicht schlecht, also
Und das ist der, den wir schon kennen. Den gab es schon in der ganz ersten Version von Euro Truck Simulator. So, gibt es da noch krassere? Eine Racing-Lackierung, okay. Aber ja, jetzt gibt es noch den da. 520 PS ist halt auch nichts Besonderes irgendwie. 700 Liter Tank ist für diese Baudings voll okay. 200.000 ist halt auch schon eine Stange Geld, ne? Egal, Freunde, für diese Folge soll es das erstmal wieder gewesen sein. In der nächsten Folge nehmen wir dann den nächsten Auftrag an. Gucken wir mal, ob wir von Rostock aus fahren können. Wir können ja jetzt schon mal kurz gucken. Wir sind in Rostock. So, wir könnten nach Bremen fahren. Das ist aber wieder ein Scania. Wobei das ein älterer Scania ist. Aber das ist wieder so gut wie zurück. Noch ein bisschen länger. Bringt nicht so viel Geld. Das hier wäre nach Hamburg wieder zurück. Das wäre auch nicht so geil. Oh, hier nach oben können wir fahren. Das ist ein Iveco. Gibt aber auch echt wenig Geld. Aber es ist auch wieder eine relativ kurze Fahrstrecke. Dementsprechend. Nehmen wir den Auftrag schon mal an. Und dann würde ich sagen, was ist das für die Folge? Nächste Folge fahren wir wieder diese Route. Und schauen mal, was der Iveco so drauf hat. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.